freu dich, dass du nichts von Fußball verstehst. Wenn du das, du kannst das alles abstellen. Ja, gut, ja. Halt dich weiter so. Tag, Herbert. Tag, Sigi. Tag, Baby. Wie geht's, wie steht's? Komm rein, schau dir das an, ich muss sehen, wie es mir geht. Da. Fußball? Na, Schimmick. Schimmick. Herbert. Musst du dir nicht so Röhre sehen? Um dich zu machen! Ja, aber wir gucken hier fern. Ich denke, wir wollen Ausflug machen. Familienausflug, Picknick, hä? Grün. Ja, in gewissem Sinne schon ein Ausflug, nur nicht ins Grüne. Herbert, Irene kommt nämlich gleich. Das ist die Mutter von Gustav Sprat, du weißt schon. Aha. Wieso? Ja, ich freue mich, Frau Irene, mal wiederzusehen. Die ganze Präsidentin fallen mir da weg. Du nette Person, hm? Charmante Frau. Oh, geht's bei dir gar nicht anständig, mehr zu trinken? Soda. Ja, dann muss auch Cognac oder Portwein, was willst du trinken? Ja, am liebsten wäre mir ein halbes Glas Soda. Soda! Herbert. Wieso, was für ein halbes Glas mit Soda? Nein, ein halbes Glas Whisky dazu wäre mir noch lieber, ne? Achso, Mama, hol dir mal aus dem Getränketrunk. Aus dem Getränkeschrank, hol dir mal was raus. Das ist doch entsetzlich, Herbert. Ja. Das ist doch den Pipi. Wir wollen mal einen Whisky anbieten können. Wo war denn? Da ist ja mein Zollstock. Den habe ich überall gesucht. Da! Los, Kinder! Danke schön, danke, nicht so viel. Ganz fahren. Los, schieß los, Gretchen. Ja, also weißt du, die Kinder Gustav und Biggie, die haben eine zauberhafte Drei-Zimmer-Neuwohnung bekommen. Ah. In einem Einfamilienhaus, also noch wohl mehr. Guck mal, alles nimmst du mir im Leben! Ach, weißt du, und die Firma von Gustav, die hat die Mietsvorauszahlung bereits schon geleistet. Nein. Ist doch nett, nicht ja, wahr? Du Darlehen ohne Zinsen, das ist anständig. Ja. Und nun möchten die Kinder so gerne die Wohnung mal zeigen. Ja, tun wir ihnen den Gefallen, fahren wir hin? Hm? Also, pass mal auf, Pipi. Ja. Aber nur eins muss ich dir sagen, wir wollen gar nicht erst die Kinder beeinflussen beim Einrichten der Wohnung. Ja, da hat Mama vollkommen recht. Also, die Kinder sind alt genug, ja. Sollen ihren eigenen ja. Geschmack... Und wir wollen erst gar nicht mit Ratschlägen kommen. Ein guter Vorsatz, sehr modern. Da sitzt sie ja schon. Wunderbar. Ich will's mit dem Zollstock. Die Zimmer aus dem Kopf. Komm schon. Komm mal hier. Da muss man euch wirklich gratulieren. Ja. Och, man kann natürlich noch nicht so viel sehen, solange es noch nicht eingerichtet ist. Aber die Küche, die ist schon komplett. Die müsst ihr euch unbedingt anschauen. Die müsst ihr euch anschauen. Aber komm, ja, schon recht, Kindchen, deshalb sind wir ja da. Ja, also das sind die Einbauschränke, Vorratskammer. Das ist mein Eisschrank und das ist der Herd. Oh, der ist aber fabelhaft, die Rede, nicht wahr? Das sieht ja aus wie in einer Raumschiffskapsel. Gott, Mama, als wenn du schon so häufig in einer Raumschiffskapsel warst. Ja, ist doch wahr. Und all die vielen Schalter, diese Lämpchen. Wo sind Lämpchen? Ach, die Lämpchen, ja. Das hier, das ist die Schnellkochplatte und das sind die zwei Automatikplatten. Ich muss also auf dieser Uhr bloß die Zeit einstellen, je nachdem, wie lange das Essen braucht, und dann schaltet es automatisch wieder ab. Oder ich kann zum Beispiel hier, wenn ich auf diesen Knopf drücke, das auf ganz klein stellen, wenn ich das Essen warm halten will, zum Beispiel. Aber Essen müsst ihr selbst sein. Ach, Herbert. Das geht nicht automatisch, nicht? Du lass doch diese dummen Witze. Und wo ist der Platz für den Staubsauger? Bitte? Ja, ihr müsst doch einen Platz für den Staubsauger haben. Ach, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Außerdem haben wir noch gar keinen Staubsauger. Was denn? Ihr habt noch gar keinen? Das ist ja ausgezeichnet. Seit Minuten denke ich darüber nach, was ich euch zur Hochzeit schenke. Das ist die Lösung. Ihr kriegt den Staubsauger. Ja, und der braucht seinen Platz. Mama, jetzt wirst du penetrant. Ach, Herbert. Du, das ist aber ein schöner Raum hier, nicht? Ja, das wird das Wohnzimmer. Sehr schön, Gustl. Südlage, nicht wahr? Ja, und wenn der Garten gemacht ist, ist die Aussicht natürlich noch viel schöner. Wir überlegen nur noch, ob wir hier jetzt eine Essecke reinmachen oder ob wir das dritte Zimmer als Esszimmer nehmen. Da überleg dir noch, es gibt doch nichts Schöneres als ein Esszimmer. Also, Irene, das möchte ich nicht direkt sagen.
Wir haben auch nur eine Essdiele zu Hause und haben uns zeitlebens darin heimisch gefühlt. Ja. Aber eure Diele ist doch viel größer. Außerdem sind die heutigen Möbel ja viel raumsparender als zu unserer Zeit. Und was machen wir, ich meine, die Kinder mit dem dritten Zimmer? Ja. Wir wollen das dritte Zimmer erstmal provisorisch einrichten mit meinen Junggesellenmöbeln. Aber ihr wollt doch ein kultiviertes Heim haben. Warum denn provisorisch? Aber die Zimmer mal anders einrichten wollen später. Warum? Auch weshalb? Jetzt kommt der Augenblick, wo die Tochter eigentlich die Mutter aufklären sollte, meine liebe Frau Irene. Die beiden jungen Leute haben nämlich die Absicht zu heiraten oder, um mich etwas altmodischer auszudrücken, eine Familie zu gründen. Ja, und was gehört zu einer Familie? Du passt doch mal zu, hör doch mal auf. Was gehört zu einer Familie? Kinderchen. Und das brauchen die lieben kleinen Kinderchen? Ein Zimmer. Voilà. Ja, aber da würde es uns doch fürs Erste genügen, wenn wir im Schlafzimmer eine kleine Ecke fürs Babybett herrichten würden. Es muss ja nicht so teuer sein. Nein. Wir haben uns zu wählen. Hast du das gehört, Gustav? Wir haben zu wählen. Dabei wollten sie uns nicht reinreden. Was ist das denn? Guck mal, Gustav. Was machen Sie denn hier? Tja, ja. Das wollte ich eigentlich Sie fragen, mein Herr. Was wünschen Sie hier? Wieso, Sie versuchen mit einem Nachschlüssel in meine Wohnung einzudringen? Ihre Wohnung mit einem Nachschlüssel? Das ist meine Wohnung, mein Herr. Ich habe den Mietvertrag vor einer Stunde unterschrieben. Ich habe den Mietvertrag vorgestern unterschrieben. Was? Das ist ja wirklich unerhört. Ich wundere mich schon, dass der Schlüssel nicht passt. Unerhört ist das. Warten Sie mal, das ist doch ein Reihenhaus. Wahrscheinlich haben Sie die Nebenwohnung gemietet. Schauen Sie doch mal, ob der Schlüssel passt. Hm? Ja. Das könnte natürlich sein. Ja. Tatsächlich. Gut. Das war aber wirklich sehr dumm von mir, gnädige Frau. Fräulein, wir sind noch nicht verheiratet. Aber das macht gar nichts. Wir werden aber bald verheiratet sein. Mein Name ist Lehkamp, das ist meine Verlobte Fräulein Schönfeld. Ich heiße Kornseif, wie Korn und Seif. Ja. Mit zwei F, bitte. Dann sind wir also jetzt Nachbarn. Ja, welch ein Zufall. Ja. Biggi, Gustl, wo steckt ihr denn? Biggi? Ja, wir kommen gleich. Ja, möchte ich also nicht länger stören. Ja. Nochmals, Entschuldigung. Gustl! Also zu dieser Wohnung kann man wirklich gratulieren und so praktisch. Da lacht einem direkt das Herz in Leibe und die vielen Stellwände. Ach, und das Schlafzimmer, stelle ich mir einfach süß vor. Die Betten, die müsst ihr natürlich an die Fensterwand stellen und an der gegenüberliegenden Wand den kleinen Schrank. Am besten ihr nehmt einen Hochschrank, da kann man eine Menge unterbringen. Aber das müsst ihr selber wissen. Also die Frisiertoilette stellen wir an die Fensterwand. Ja, und da hat Biggi genug Licht. Und dann an die gegenüberliegende Wand, da lassen wir etwas Platz für das Babybett. Obwohl es dann etwas kompliziert wird mit dem Platz für den ägyptischen Kamel. Was für ein ägyptischer Kamelsattel? Ja, ich habe mir das anders überlegt, Kinder. Staubsauger ist mir zu prosaisch. Ich schenke euch den Kamelsattel, den ich aus Kairo mitgebracht habe. Kann man nicht mit saugen, Herr Bert. Das Leder passt genau zu dem Schlafzimmer, von dem eure Mutter erzählt hat. Von welchem Schlafzimmer hast du erzählt? Ach, das habe ich noch nicht in der Stadt gesehen. Überall. Weiß, Schleiflack. Ja. Das passt genau in euer Zimmer. Tja, aber ich will mich natürlich nicht aufdrängen. Mama, das merkst du nicht, dass du das die ganze Zeit schon tust. Was ist denn das hier für eine Tür? Oh, das ist ein Keller. Aber so oh, das ist aber auch ein schönes Plätzchen. Für den Kinderwagen. Ja, für die Kamelsattel. Das ist wirklich die exklusivste Möbelboutique. Totschicke Designs. Weißt du, im neuen Stil. Modern Light. Also, schwarzes Leder, also, Palisander. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Natürlich höre ich dir zu, du. Und kannst du mal was aufschreiben für mich gerade? 2x1,45. Natürlich kann ich das. Boah, aber du musst wirklich den Eindruck haben, als interessiert es dich überhaupt nicht, was ich für tolle Einrichtungen entdeckt habe. Das interessiert mich wahnsinnig, du, aber es ist nicht so einfach. Mensch, du, oder diese Pariser Atelierwohnung. Echte französische Schlafcouch mit weißem Fell. Ist das nicht wunderbar? Ich sollte irgendwas aufschreiben. Ja, hab ich dir doch gerade gesagt. 2x1 Meter, was hab ich denn gesagt? 2x? Mensch, hast du nicht aufgepasst? Ich weiß nicht. Entschuldige, ich bin völlig crazy von all diesem Durcheinander. Aber Schippendale ist doch überhaupt nichts für Twens. Also ehrlich, ich verstehe deine Eltern nicht. Althochdeutsch oder Schippendale, das ist doch nichts für euch. Das ist das für verkalkte Opas. Das einzig Richtige für euch beide, das wäre ein richtiger, moderner, junger, skandinavischer Stil. Richtig, wie in Finnland oder in Schweden. Ganz große Klasse, sag ich dir. Na, was machst denn du dauernd hier auf dem Boden herum und krauchst hier? Ich krauche nicht auf dem Boden rum, sondern ich muss das Zimmer ausmessen. Du schau mal hier, diese Firma bietet dir Möbel an aus Grönland. Jeder Stuhl eine Extraklasse für sich und die Zinsen ganz niedrig. Ja, sag mal, was machst du denn dauernd mit der Messerei hier? Wir wollen die Wohnung auslegen lassen mit Coverall. Das ist wohl so eine Art moderner Teppichersatz, hä? Ja, es ist sehr praktisch und sehr schön. Ja, hör mal, das ist aber Geschmackssache. Es geht doch nichts über einen anständigen Teppich. Ja, genau. Es ist doch ein Teppich, er ist nur Uni und er liegt überall. Ach, du bist ja verrückt, wer soll sich denn darin wohlfühlen? Ich!
Ja, aber wir haben doch nur... Und jetzt hört mir mal zu, ihr beiden Komiker. Das ist meine Wohnung und ich gedenke, diese Wohnung alleine einzurichten. Und wenn ihr wie in einem Iglo hausen wollt, dann tut das! Aber diese Wohnung will ich einrichten! Ja. Das ist nicht ganz klar, ne? Was ist denn los? Nichts ist los. Habt ihr Trouble? Wir wollten dem Jungen bloß einen Ratschlag geben wegen seiner Schlafzimmereinrichtung. Aber bitte... Wir wollen nicht lästig sein. Nein. Das fehlt doch, dass ihr euch da jetzt auch noch reinmischt. Also ich finde doch, Wohnung einrichten ist Frauensache. Ich bin, guck mal hier, das sind die neuen französischen Kataloge. Und hier die Dessins modern. Guten Tag. Oh, Sie sind es, Herr Kohl. Seid, ich möchte mich nochmals entschuldigen, dass ich gestern hier so hereingeplatzt bin. Und bitte, gnädige Frau, nehmen Sie das als Versöhnung. Und dies als Erfrischung. Und mögen Sie Orchideen? Oh ja, meine Lieblingsblume. Dann bringe ich Ihnen morgen eine mit. Aber nein, Herr Kornseif. Aber ja! Lassen Sie das doch. Ich habe doch meine Beziehung, bekomme es zum halben Preis. Aber nein, ich öffne sie. Ich hole die Gläser. Ja, ich schenke auch. So, mein Herr, wir sind, oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. Wir sind ja nur Nachbarn, haben dieselben Sorgen und dieselben Freuden. Nur ich habe etwas mehr Erfahrung. Aber die bekommen Sie doch. Wissen Sie, ich miete Wohnungen, richte sie ein und vermiete sie wieder. Viel Arbeit, aber auch viel Freude. Ich meine, ich vermiete sie mit Aufschlag. Jetzt braucht mir nur ein paar Gläser. Dann Biggie, Gläser. Also, ich trinke aus der Flasche. Das ist das Einzige, was ich auftreiben kann. Bitte schön. Dankeschön. Aber das macht doch gar nichts. Bitte sehr. Nein, auf Ihr Wohl. Oh, wer ist denn das schon wieder? Moment, ich gehe schon. Ihr habt ja gegessen. Mach mal, danke. Mein Herr, ein Tipp für Sie. Aber ganz diskret, ganz unter uns. Da aus diesen vier Wänden hier nicht rauskommen. Stahlrohr. Hallo, Cliff. Wie meinen Sie das? Stahlrohr. Stahlrohr wird wieder modern. Ich sage Ihnen, Stahlrohr setzt sich durch. Ha! Herr Kornseif, ich nehme an, Sie haben die Absicht, mir bei der Einrichtung meiner Wohnung... Mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das wollte ich allerdings. Ich meine, völlig unentgeltlich. Nachbarhilfe sozusagen. Ah, alle versammelt. Wunderschönen guten Tag. Karl, Flip, was habt ihr denn da für ein Zeug dabei? Tapetenbücher, mein Bester. Ja, und Stoffproben für die Gardinen? Und für die Stores. Wir wollen euch natürlich nicht beeinflussen, ihr sollt euch aussuchen, was ihr wollt. Aber als Freund des Hauses und Juniorchef ist es meine Pflicht, euch zu helfen. Bitteschön. Was, Tapeten auch? Ach, keine Angst, Sonny Boy. Ihr braucht euch um die Auswahl nicht zu kümmern. Wir sind sicher, dass wir den richtigen Geschmack getroffen haben. Na. Übrigens, die Tapeten sind schon bestellt. Mhm. Oh. Entsetzlich. Gustav, wir sind doch freie Menschen. Wir haben freie Entschlüsse und einen freien Willen, aber... Oh. So geht es nicht weiter. Nee. Du wirst sehen, morgen formieren sie sich wieder zu einem neuen Angriff. Oh. Dann werden sie uns wieder mit Rat und Tat und unbezahlbaren Tipps zur Seite stehen. Aber was zuerst gekauft ist, steht zuerst. Hm? Wie meinst du das? Ich werde mir morgen frei nehmen. Den ganzen Tag. Und dann werden wir im Sturmlauf die Möbelgeschäfte der Stadt erobern. Und wir werden alles kaufen. Alles. Ach, ja. Alles, was wir brauchen. Ohne Eltern und Freunde und Nachbarn. Willkommen, willkommen! Ja, Herr Kornseif. Also, das ist sehr nett von Ihnen, dass Sie sich so viel Mühe machen. Es läuft alles wie am Schnürchen. Hier ist was für den Durst, meine Herren. Oh, können Sie mir das auf den Tag? Haben Sie doch keine Schwierigkeiten gehabt, Herr Kornseif? Nein. Doch Nachbarhilfe tue ich doch von Herzen gern. Ja, das ist sehr lieb von Ihnen. So. Ich muss das nur mal so hübsch ist das Biggie nicht, was? Ja. Sehr, sehr hübsch. So werden sämtliche Zimmer ausgewählt. In den anderen Zimmern sind wir schon fertig. Ja, wundervoll. Aber sag mal, kostet es nicht einen Haufen Geld, Gustav? Ja, natürlich kostet es einen Haufen Geld, aber es macht sich bezahlt. Ja. Himmelchen, was machen Sie denn da? Sie schnipsen ja den ganzen Teppich kaputt. Ja, nein, das muss so. Das muss ja hinten in die Ecke eingepasst werden. Ich muss ja vorne den Mauervorsprung einpassen. So, meine Herren, hier ist das Bier. Die Treppe, die muss ja stimmen. Das hält dann davon? Ja, das wird geklebt. Ach, das wird geklebt. Du, das wird sicher auch geklebt sein. Gustav, du musst unbedingt noch mal mit ihm reden. Weißt du, dieser Kamelsattel, da findest du den schön? Nein, nee. Das machen wir. Also. Hallo, Hamido! Ja, hier geht's ja schon hoch her. Oh, ja. Ich wollte nur fragen, ob ich ein bisschen helfen kann. Du, das kommt gar nicht in Frage. Du hast schon genug geholfen. Sag mal, Junge. Sag, Biggelein. Gut siehst du aus. Was? Süß, entzückend. Diese Farbe. Übrigens, der Teppich auch. Da sind wir auch mächtig stolz. Du, Onkel Peppi, ich möchte etwas mit dir besprechen. Oh. Und zwar, der Kamelsattel, weißt du, von dem du gesprochen hast? Ja, gefällt er dir nicht? Doch. Ja, mir auch nicht.
Also wir hätten auch gar keinen Platz, wo wir ihn hinstellen können. Ist ja schon längst abgemeldet. So. Ihr sollt doch eine bleibende Erinnerung an mich haben. Augenblick. Onkel Peppi. Was ist das? Er hat die Teppiche bezahlt. Ja. Ihr sollt mein Andenken doch mit Füßen treten. Moment. Tag, sind wir hier richtig bei Lehmeier? Lehkamp. Ah ja, Lehkamp. Wir bringen nämlich die Möbel, ne? Nein, ja. Ja, kommen wir rein. Ne? Ich zeige Ihnen gleich, wo die Sachen hinkommen. Ja, Herr Lehkamp, haben Sie an die Zigaretten gedacht für die Leute? Oh, sehen Sie, die Zigaretten habe ich vergessen. So, und ich will mich jetzt ein bisschen nützlich machen. Sie kennen sich ja schon aus. Wissen Sie was? Dann gehe ich los und besorge welche. Das wäre sehr. Fahren Sie doch lieber, geht doch schneller. Ich habe leider kein Auto dabei. Nehmen Sie meins, steht vor der Tür. Oh, danke. Die Schlüssel liegt da unterm Jackett auf dem Hocker. Ja, ja. So, sind Sie so lieb und legen es für mich aus. Ich gebe Sie nachher zurück. Was? Können Sie doch sicher, was? Ich bin gerade dabei, den Führerschein zu machen. Moment mal, mein Junge. Wo sollen die Möbel nur eigentlich hin? Was fragen Sie mich? Fragen Sie meinen Neffen. Ja, bitte kommen Sie, ich zeige Sie. Hallo. Wissen Sie, wo der hinkommt? Ja, am Fußboden sicher, nicht? Prost. So, Kinderchen, fertig. Ja. War ein anstrengender Tag. Das kann man wohl sagen. Aber es hat sich gelohnt. Und wir sind allen anderen zuvorgekommen. Ja. Was wir ohne deine Hilfe nie geschafft hätten. Das werden wir bisschen nie vergessen. Bisschen Geld, ja, selbstverständlich. Wozu sind Onkel sonst komm, da? Komm, sei doch nicht so bescheiden, Onkel Peppi. Oh, das ist sicher der gute Herr Kornseif. Schon wieder. Unseretwegen seinen Führerschein zu riskieren. Den er doch gar nicht hat. Ich werde aufmachen. Ja, ist gut. Oh. Gustav, du sag ihm, er soll ein Glas Sekt mit uns trinken. Muss das sein? Ein Amt? Oh, Herr Kornseif, gerade wollte ich herüberkommen und Sie zu einem Gläschen Sekt bitten. Oh, danke, vielen Dank, aber das wäre nicht nötig gewesen. Oh, wirklich schön geworden, das muss man sagen. Ja, es hat auch viel Mühe gekostet. Ach, da sind Sie ja, Herr Kornseif. Darf ich mir erlauben, gnädiges Fräulein, als Zeichen meiner Sympathie eine kleine bescheidene Orchidee. Ach, danke schön. Bitte. Das tut mich nötig. Ja, zu gütig, danke schön. Dürfen wir anstoßen? Ja. Tausend Dank für Ihre liebenswürdige Hilfe. Ja. Aber das ist doch nicht der Rede wert. Also dann Prost. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Also, ich bedauere außerordentlich, dass ich Ihnen nun doch noch einen kleinen Kummer bereiten muss. Na nun. Kummer? Wieso denn Kummer? Na, also erschrecken Sie nicht, gnädiges Fräulein. So schlimm ist es auch wieder nicht. Aber es ist da ein Versehen passiert von der Hausverwaltung, wissen Sie? So. Was denn? Tja. Ich habe mir hier den Bauplan einmal genau angeguckt. Sie und? Befinden sich in meiner Wohnung. Das ist doch völlig ausgeschlossen. Ja, und hier ist auch mein Mietvertrag dazu, bitte schön. Das muss ein Irrtum sein, Herr. Man hat Ihnen versehentlich den falschen Hausschlüssel ausgeliefert. Sie wohnen da drüben in der Wohnung. Also, das sagen Sie jetzt, wo wir alles schon komplett eingerichtet haben? Naja, also, ganz so tragisch ist es auch nicht. Meine Wohnung ist ja genauso groß wie Ihre, nicht? Sie hat ja auch denselben Grundriss, bloß Spiegel verkehrt. Ja. Der Mietpreis ist derselbe, also Sie haben nicht den geringsten Nachteil. Wir brauchen die Wohnung nur zu tauschen, natürlich, nicht? Hausverwaltung wird bestimmt nichts dagegen haben. Ja, also, nein, pardon, also das möchte ich lieber nicht. Es ist ja mein gutes Recht, die Wohnung zu beanspruchen, die ich gemietet habe. Ja, aber sollen... Das ist doch eine wahnsinnige Arbeit, Herr Kornseif, hier alles rauszuräumen. Die Möbel, die Gardinen und die Teppiche, das ist doch schon alles hier... Naja, also wenn wir alle mit anfassen, dann geht das ganz schnell. Ich helfe Ihnen bestimmt mit... Außerdem geht das gar nicht. Der Fußbodenbelag ist auf unsere Mauervorsprünge ausgeschnitten und drüben ist es spiegelverkehrt. Man ja, kann richtig. Das nicht umlegen. Ja, daran habe ich allerdings nicht gedacht. Die Teppiche können Sie ja drüben gar nicht auslegen. Also dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Ich übernehme den Fußbodenbelag. Also wenn Sie wollen, die ganze Einrichtung. Herr Kornseif, zu welchem Preis würden Sie denn wohl übernehmen? Hm? Ach, da werden wir uns schon einigen, sagen wir. 60% des Anschaffungspreises. Sie sind 60%? Hören Sie, das ist doch alles ganz neu hier. Aber liebes Fräulein, das ist wie mit einem Autokauf. Sehen Sie mal, sobald Sie einmal ein Auto verkauft haben, ist es nur noch die Hälfte wert. Oh, ja, das ist wahnsinnig. Herr Kornseif. Ja, bitte. Sie sind ein Schlitzohr. Wie, bitte? Ein Gauner. Erlauben Sie mal! Ein Verbrecher? Ja. Mir können Sie nicht weismachen, dass Ihnen heute Abend aufgefallen ist, dass Sie in der falschen Wohnung sitzen. Hm? Also rechtlich ist das völlig ohne Belang, mein Herr. Mhm. Fest steht, dass dies hier meine Wohnung ist. Ja, sagen Sie, welche Unkosten würden Ihnen denn wohl entstehen? Hm? Das ist rechtlich auch völlig ohne Belang. Ja, ich brauche den Fußbodenbelag nicht. Ich zwinge Sie, ihn nicht hier zu lassen. Aber bitte, der ist doch für uns völlig wertlos. Herr Kornseif.
Sie sind doch vorhin mit meinem Auto gefahren. Hm? Ja, warum? Ja, Sie geben es also zu. Ja, natürlich gebe ich das zu. Ja. Ja, ich bin gefahren. Hm. Und? Um Zigaretten zu holen, ja. Für Sie. Ja, ja, ist gut, gut, gut. Gibt doch genügend Zeugen. Fest steht nur, dass Sie mit meinem Auto gefahren sind, aber ohne Führerschein. Tja, muss Sie leider anzeigen. Ob? Sie haben mir doch selber den Zündschlüssel gegeben. Ich Ihnen? Das ist ein Irrtum. Sie haben sich genommen, da vom Hocker. Sie haben mir erlaubt, dass ich Ihren Wagen benutzen darf. Ja, aber nicht ohne Führerschein. Seien Sie doch kein Spielverderber. In 14 Tagen habe ich doch den Führerschein. Mhm. Nur noch die Prüfung bestehen. Ja. Ich habe ihn noch so gut wie in der Tasche. Gehabt. Wenn ich Sie anzeige, brauchen Sie zur Prüfung gar nicht erst zu gehen. Hm? Na, also? Also, so danken Sie mir meine Freundlichkeit. Ich wollte Ihnen nur helfen. Mhm. Das ist, wie sagten Sie so schön, rechtlich ohne Belang. Hm. Schön, von mir aus. Behalten Sie die Wohnung, ich verzichte auf meine Rechte. Ja. Sehen Sie, dann würde ich auch auf die Anzeige verzichten. Ja, können Sie mir das bitte schriftlich. Ja, natürlich, nachdem Sie mit meinem Neffen drunten bei der Hausverwaltung waren und die Wohnung offiziell getauscht haben. Ja, ja, also einverstanden und nichts für ungut, es war nur ein Scherz. Natürlich nur ein Scherz, selten so gelacht. Der reizende Nachbar. Auf Wiedersehen, Herr Kornseif. Auf Nimmerwiedersehen. Entschuldigung. So? Sind Sie denn? Na, ihr seht ja... Gustl, wir sind hundemüde. Den ganzen Tag sind wir in der Stadt herumgelaufen, von einem Möbelgeschäft zum anderen. Aber wir haben etwas Wunderbares für euch gefunden. Wir auch für euch. Bestseller. Kommt mal mit. Na? Herbert, ich halluziniere. Mir kommt es tatsächlich so vor, als ob die Wohnung eingerichtet sei ohne uns. Und ich war so stolz auf das 13. Jahrhundert. Auf das was? Ja, oder 14. ist. Jedenfalls, wo wir euch die Möbel zugedacht haben. Ich war stets moderner. Ich hatte euch auf Chippendale festgelegt. Ja, oder so, 20. Jahrhundert. Papa, Chippendale ist aus dem vorigen Jahrhundert. Gott, widerspricht dein Vater nicht ewig. Alles zu seiner Zeit. Entschuldigt, wenn wir so modern sind wie unsere Zeit. Da hört ihr's. Alles zu seiner Zeit. Ja.